Jetzt kommt eine Frau, die ich seit ich ins Kino gehe, zutiefst bewundere. Eine der schönsten Frauen des internationalen Kinos überhaupt, einer der attraktivsten Stars aus Frankreich. Herzlich willkommen, Catherine Deneuve. Toll, dass Sie hier sind, trotz des Streiks. Sie konnten nicht fliegen, sondern Sie sind mit dem Wagen gekommen. Wie lange waren Sie unterwegs? Oui. Beaucoup plus qu'on m'avait dit. Sehr viel mehr, als man mir gesagt hatte vorher. 4,5 Stunden habe ich gebraucht. Wirklich? Haben Sie ein Päuschen gemacht, irgendwo auf einer Raststätte? Dans la voiture, oui. Ja, haben wir mit dem Auto gemacht. Nicht ausgestiegen aus dem Wagen? Pas vraiment, non. Nein, nicht wirklich. Und wie war das in Paris? Die Kollegin Bettina, die Sie abgeholt hat, war total begeistert. Sie sind gar nicht gleich aufgebrochen, sondern sind erst noch ein bisschen Bummel gegangen, haben Crepe gegessen. Ah, mais alors on peut pas avoir une vie privée, si j'ai bien compris. Ja, es gibt überhaupt gar kein Privatleben mehr, selbst wenn ich in Paris bin. Écoutez, comme je savais qu'on allait ja, ich wusste ja, dass wir wegfahren mussten für ein paar Stunden. Und ich wusste, dass die Sendung spät ist und ich habe kein Mittag gegessen. Und deshalb haben wir Krebs gegessen, bevor wir dann abgefahren sind. Das stimmt schon. Auch ein bisschen was dazu getrunken? De la bière, oui. Bier. Bier, kein Rotwein. No. Nein. Das ist das Klischee hier, das wir haben. Franzosen trinken Rotwein und rauchen Kette. Ja, stimmt. Aber wir haben auch den Eindruck von den Deutschen, dass sie Bier trinken und immer Würstchen essen. Ich habe Deutsche gesehen, die essen Trüffel. Das größte Problem für uns als deutsche Touristen, wenn wir fahren ja gerne an die Côte d'Azur in einem durch, 16 Stunden. Ja, Fenster auf, damit es kalt reinweht, damit man wach bleibt. Oder Bretagne oder Normandie. Und das Schwierige für uns ist immer diese Boulevard-Peripherie, dieser Ring rund um Paris mit den verschiedenen Abfahrten. Ja? Fahren Sie selbst Auto in Paris? Ja, das ist wirklich schwierig. Es ist mir schon passiert, dass ich nicht zum Flughafen rausgekommen bin. Und damit habe ich das Flugzeug verpasst. Und ich musste dann noch einmal eine Runde drehen. Ja, so ist das. Ich habe Roissy nicht gefunden. Es ist mir sogar zweimal passiert, dass ich das Flugzeug verpasst habe. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, in Paris zu leben. Vor allen Dingen jetzt, im Augenblick. Durch den Streik, kriegen Sie davon viel mit? Wie äußert sich das für Sie? Ja, ich wohne in Saint-Germain-des-Prés, in der Nähe von der Polizei übrigens. Und unter meinen Augen fahren immer die Polizeifahrzeuge los. Ist wirklich schwer. Ist schwer im Augenblick. Was mich am meisten verwundert hat, das ist die Solidarität der Franzosen, der Pariser gegenüber den anderen Parisern. Ich finde, die Pariser sind ja normalerweise sehr egoistisch, entsetzlich egoistisch. Und jetzt war ich ganz erstaunt. Ich habe gesehen, es gab eine wirkliche Solidarität. Die Autofahrer haben andere mitgenommen. Das war überhaupt gar kein Problem. Das war wirklich das Positivste am Streik. Und dann wird es ja wohl in den nächsten 48 Stunden endlich aufhören. Und glauben Sie, das wird anhalten, diese Freundlichkeit? Oder es fällt alles wieder so zurück, wie es war vorher, wenn der Streik vorbei ist? Ja, ich glaube eigentlich, dass die Leute, die in den großen Unternehmen arbeiten und die sich vorher nicht kannten und die jetzt plötzlich zusammen zur Arbeit gefahren sind und wo man sich geholfen hat, so haben sie sich besser kennengelernt, haben wahrscheinlich mehr Zeit miteinander verbracht als in den Jahren vorher. Ich glaube also, dass es Freundschaften geben wird. Vielleicht werden sich sogar Leute verloben oder vielleicht sogar heiraten. Es haben sich doch die Leute kennengelernt. Macht Ihnen das Angst, dass die heiraten sollen? Dass die anderen heiraten oder ich? Nein, ich habe gesagt, dass Sie sich eventuell sogar verheiraten. Ja, das überrascht mich. Sie waren einmal verheiratet? Ah oui? Ja. Ja, und oui? Genau. Et vous? Rien du tout. C'est vrai? Non. Überhaupt gar nicht. Sie waren gar nicht verheiratet. Das wirklich? Tut mir dann leid. Ja? Finden Sie, man sollte heute als junger Mensch wie ich, Anfang 30,
Ende 30. Das Abenteuer Ehe wagen? Je vois pas ça comme une chose audacieuse. Ja, es ist ja kein Wagnis, wenn man heiratet. Je vois ça comme une chose plutôt das ist doch etwas Romantisches eigentlich. Mais enfin, on fait comme on veut, hein. Aber macht jeder so, wie er es für gut findet. Sind Sie eine Romantikerin? Oui, absolument. Ja, vous avez absolut. Sie sehen ganz überrascht aus. Da ja. Bin ich aber ganz beleidigt. Ja, weil Sie haben das Image dieser kühlen, sehr strengen, blonden Französin, diese... Sévère? Ja. Froide? Nein, nicht ja, kalt. Was? Kühl. Kühl, nicht kalt. Ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Disons que je suis, ja, un gut, peu distant, ich bin oui. Vielleicht etwas Mais distanziert, je crois que très avec les aber gens, ich bien. Bin sehr herzlich mit den Leuten, die ich mag. Sie haben zwei Kinder? Oui. Ja. Aber Sie waren nie mit den Vätern verheiratet? Non. Nein. Und das hat keine Probleme gegeben? Hat das gut funktioniert? Oder, ja, und Sie? Wie steht es dann bei Ihnen? Ich hab... Non, je plaisante. Oui, bien Nein, sûr. Schatz, bien ich. Sûr. Ja, aber es ist ja keine richtige Entscheidung im Grunde. Es ist halt so gelaufen. Ich hätte sehr gut auch mit dem Vater meines Sohnes verheiratet sein können. Aber es ist halt nicht passiert. Und ich wollte nicht heiraten, einfach weil ich schwanger war. Wir haben uns getrennt und so ist das Leben mal. Der Vater meiner Tochter war verheiratet, insofern konnte ich ihn nicht heiraten. Insofern würde ich eigentlich nicht sagen, dass man immer unbedingt heiraten muss. Er war verheiratet, aber getrennt. Getrennt. Und ich hatte den Eindruck, dass es nicht so wichtig wäre, zu heiraten. Die Tochter konnte seinen Namen tragen und das war mir das Wichtige. Ich bin nicht so schrecklich formalistisch. Das glaube ich, auch niemand. Was war das für eine Situation, in der Sie Marcello Mastroianni die Spaghetti-Töpfe nachgeschmissen haben? Das ist mir überhaupt nie passiert. Irgendjemand muss das erfunden haben. Ich bin zwar heftig in Worten, aber damit hört es auch auf. Ich bin eigentlich sehr kontrolliert. Dann ist es einfach so eine Sache, die einfach in der Presse steht und verbreitet wird, ohne dass es... Das ist nicht die Presse, aber Sie können natürlich sagen, es hätte in der Presse gestanden, in bestimmten Zeitungen, aber das ist keine wirkliche Presse, die so etwas schreibt. Wie ist es, wenn so ein großer Star wie Sie sich in Paris ganz normal bewegt, Crepe essen geht oder einkaufen geht? Sprechen die Leute Sie an? Oui, souvent. Ja, das passiert mir oft. Souvent, mais comme sehr vous l'avez oft. Dit, les gens trouvent que je suis pas froide, die Leute springen mir natürlich nicht um den Hals. Sie erkennen mich, manchmal sprechen sie mich auch an, schütteln mir die Hand. Sie freuen sich, wenn sie mich erkannt haben. Sie sagen dann, oh, ich habe sie erkannt. Und die Leute freuen sich und sind stolz darauf, wenn sie jemanden erkannt haben. Dass sie eben jemanden erkennen, wenn er an ihnen vorbeiläuft. Und die Leute sind eigentlich sehr nett und herzlich. Sie sind gar nicht aggressiv, auch die Frauen nicht. Glauben Sie, dass manche Männer Angst vor Ihnen haben? Sicher. Aber es gibt Männer, die vor allen Frauen Angst haben. Und damit auch vor mir. Generell vor Frauen. Ja, es gibt Männer, die einfach Angst vor Frauen haben. Stimmt schon. Sie mögen die Frauen, aber sie haben auch ein bisschen Angst vor ihnen. Können Sie Gründe vorstellen, warum das so ist? Ja, es gibt ja Frauen, die exzessiv temperamentvoll sind, dann welche, die sehr besitzergreifend sind, dann Frauen, die vielleicht zu viel von einem einzigen Mann verlangen. Es gibt Frauen, die sehr anspruchsvoll sind. Sie verlangen viel vom Mann und da hat er plötzlich dann Angst. Sie verlangen einfach zu viel vom Mann. Ja, das stimmt. Machen Sie jetzt... Wow. Vielleicht passiert Ihnen das auch. Haben Sie jetzt zurzeit ein bisschen frei oder bereiten Sie ein neues Projekt vor, einen neuen Film? Nein, ich werde einen Film dubeln, den ich gerade gemacht habe, mit André Téchiné, heißt Das Kind und die Nacht, von André Auteuil. Wir haben vor 2 Jahren schon mit ihm einen Film gedreht. Können Sie jetzt noch ein bisschen hier bleiben in Köln oder müssen Sie gleich wieder zurück nach Paris, nachts mit dem Auto?
Oh nein, nicht sofort. Das wäre ja nicht sehr vernünftig. Ich werde ein bisschen schlafen und morgen Vormittag fahre ich dann wieder zurück. Ich finde es ganz toll, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. 4,5 Stunden. Wir haben gelogen, wir haben gesagt, es sind nur 2 Stunden. Normalerweise, wenn der Fahrer auch richtig durchheizen würde, wären es wahrscheinlich 2 Stunden gewesen. Aber es sind immer diese Péage, diese Mautstellen, wo gezahlt werden muss, wo der Fahrer runterbremsen muss. Ja, ich habe weniger Zeit gebraucht, um nach Köln zu kommen, als gestern, um in Paris von einem Platz zum anderen zu kommen. Alles ist relativ. Dankeschön. Noch einen schönen Abend in Köln und alles Gute. Katrin Deneuve, merci beaucoup. Merci, attention.